The Day Before, der vielleicht größte Scam in der Gaming-Geschichte. Und wie es zu diesem kuriosen Fall von einem Spiel kam, will ich euch heute mal erzählen. Falls ihr euch fragt, wieso erst jetzt, einen Monat nach Release, dann ganz einfach. Irgendwie hat sich immer wieder was ergeben, was den Scheiß von davor nochmal getoppt hatte, weshalb ich dachte, ich warte erstmal, bis die Geschichte ihr Ende findet und fasse dann alles zusammen in einem Video, was hoffentlich nicht wieder in einer Woche obsolet ist. Aber Leute, das war eine echte Shitshow, also macht euch gefasst auf das beste Zombie-Survival-MMO, das es nicht gibt. Angefangen mit dem ersten Trailer, der so aussah. Ja, der Announcement-Trailer sah schon ziemlich gut aus. Grandiose Optik mit vielen Teasern auf viele verschiedene Mechaniken und einem nahtlos integrierten Multiplayer, der an die Survival-Mechaniken anschließt. Dann erschien dieser Trailer auch noch auf IGN, einem der größten Gaming-Magazine überhaupt, was dem Spiel auch die nötige Zuschauerschaft garantierte. Wer aber genau hinguckte, konnte hier schon nicht anders, als ein bisschen skeptisch zu werden. Die Ähnlichkeit zu The Division war für die meisten Leute offensichtlich, sodass viele das Spiel als The Division mit Zombies bezeichneten. Einige legten auch eine gesunde Menge Skepsis an den Tag und sagten, dass das finale Spiel sicher nie so gut aussehen würde und bestimmt noch ein Downgrade erhalten wird. Wer genauer hinguckte bzw. hinhörte, dem fiel noch einiges auf. Zum Beispiel, dass die Voicelines nicht unbedingt falsch klangen, aber irgendwie auch nicht so ganz wie normale Menschen sprechen würden. Fast als wären diese KI generiert. Maybe I can sell my junk there and get myself a better rifle. Let's find some fuel and go. Aber hey, der Trailer erschien auf IGN, was neben der Zuschauerschaft auch für eine gewisse Authentizität sorgte. Also wurde The Day Before ganz schnell zum Most Wishlisted Game auf Steam. Quasi über Nacht. Bei so einem Trailer und so vielen Mechaniken und einer interaktiven MMO-Welt hat man nun vielleicht bekannte AAA-Entwickler erwartet, aber als am Ende des Trailers die Namen Mytoner und Fantastic auftauchten, die so gut wie niemand kannte, waren dann doch zahlreiche Leute etwas skeptischer als zuvor. Immerhin kostet ein solches Unterfangen Millionen an Entwicklungsgeldern, die eher unwahrscheinlich an ein unerfahrenes Team gehen. Also wurde erforscht. Wer sind eigentlich die Devs hinter dem Phänomen The Day Before? Fantastic oder Fantastic wurde gegründet von Eduard und Eisen Gotovtsev, die im Laufe der Entwicklung des Spiels immer wieder betonten, dass es sich nicht um einen Scam handelt, weil so vertrauenserweckende Leute sprechen. Glaub mir, wenn du Gamer Campus abonnierst, dann wirst du Millionär. Ich schwöre. Aber tatsächlich gab es schon vor The Day Before ein paar Spiele von Fantastic, angefangen mit The Wild 8. Das startete in Early Access, wurde dann aber nach 9 Monaten gedroppt wie eine heiße Kartoffel und die Rechte weiterverkauft. Dann kam Dead Dozen, das nach einem Monat im Early Access ebenfalls fallen gelassen wurde, nachdem Fantastic scheinbar kein Geld mehr hatte. Dieses Muster wurde dann mit Radiant One unterbrochen, das weiterhin auf Steam verfügbar ist und sogar nicht mal schlechte Reviews hatte. Zusammen mit Publisher Mytoner gelangte dann noch Prop Night an die Öffentlichkeit. Prop Night war das letzte Spiel vor The Day Before und konnte bisschen was an Spielerschaft erreichen, auch wenn die Bewertungen mixed sind. Das ist also die Vergangenheit von dem Studio hinter The Day Before, die bisher eher unbemerkt geblieben ist, aber da zu The Day Before weiterhin bombastische Trailer erschienen sind, machten sich Leute nun mal ans Recherchieren und mit einer solchen Historie an Spielen stieg die Skepsis nur noch mehr. Insbesondere, weil es nach diesen Trailern erstmal still wurde und es keine neuen Meldungen von Fantastic gab. Der ursprünglich angekündigte Release-Termin rückte immer näher, ein Monat noch und immer noch kein Wort vom Dev-Team. Und dann, ein Monat vor geplantem Release im Jahr 2022. Ja, ihr seht richtig, ein Monat vor Release wird das Spiel verschoben. In das Jahr 2023 hinein. Als Grund wird die Entscheidung benannt, von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 zu wechseln. Während die Entscheidung des Engine-Updates nicht unbedingt unrealistisch ist, passiert das aber in der Regel nicht ein Monat vor Release, wenn das Spiel eigentlich fertig ist und sich gerade in der QA-Phase befindet. What the fuck? Hat man vorher von gesunder Skepsis gesprochen, wechselt das nun in absoluten Spott. Insbesondere, weil der genannte Post erneut irgendwie nach KI oder schlecht übersetzten Textbausteinen klang. Feeling and understanding the great responsibility that we face, with enormous gratitude in our heart, we are pleased to announce that The Day Before is switching to the new Unreal Engine 5. In 10 Monaten das komplette Spiel in eine neue Engine übertragen, ist zudem höchst unrealistisch. Das ist zwar möglich, insbesondere wenn man keine eigenen Modifikationen an der Engine vorgenommen hat und die Basisversion nutzt, aber dennoch eine unglaublich taffe Timeline. Ihr ahnt es schon, in diesem 10-monatigen Zeitraum gab es noch mehr kuriose Geschichten, die ans Tageslicht kamen. Wie sich herausstellte, suchte Fantastic aktiv nach freiwilligen Helfern bei der Entwicklung. Freiwillig wie in unbezahlt. Bei einem AAA-MMO, das aktuell das Most Wishlisted Game auf Steam ist.
Außerdem fing Fantastic an, ihr Tool Continent zu promoten. Continent war die Lösung für dezentrale Teams zum Kollaborieren und als Beweis diente Day Before, was dann Continent mit einem internationalen Team entwickelt wurde. Der Konsens im Internet? The Day Before ist ein Scam, um das eigentliche Produkt Continent zu bewerben. Continent war aber nichts anderes als ein billiger Abklatsch von Microsoft Teams und verschwand auch schnell wieder von der Bildfläche. Ich sagte euch doch, diese Story ist der absolute Wahnsinn, aber das Witzigste kommt noch. Fantastic versprach einen Gameplay-Trailer als Antwort auf die ganzen Vorwürfe. Aber zum versprochenen Termin des Trailers verschwand plötzlich The Day Before von Steam. Offiziell delistet und die Leute, nur noch etwas wütend, klopfen bei Fantastic an, was denn jetzt da los sei. Die Antwort, jemand habe einen Rechtsstreit gestartet wegen dem Copyright zu The Day Before. Der Name des Spiels wurde also noch nicht mal gesichert. Excuse me, what the f***? Also mal ganz abgesehen davon, dass sie den Namen für ihr eigenes Spiel nicht gesichert haben, war das eine ziemlich billige Ausrede, nicht mehr Gameplay zu zeigen. Sie hätten den Trailer einfach mit einem anderen Namen veröffentlichen können. Aber um ganz sicher zu gehen, verzichtet Fantastic nicht nur auf den Trailer, sondern verschiebt die Veröffentlichung des Spiels aufgrund eines Copyright-Streits um ganze 8 Monate. Selbst im allerschlimmsten Worst Case dauert es doch keine 8 Monate, sich einen neuen Namen für das Spiel auszudenken. Wahnsinn, was da abging, das konnte man einfach nicht fassen, als sitzt man in einer Folge von The Office. Okay, beruhigen wir uns erstmal. Es gab dann nämlich doch einen Gameplay-Trailer im Februar 2023, der überhaupt nicht so aussah wie das, was wir am Anfang gesehen haben. Heftiger Downgrade, langweiliges Gameplay und dann noch geklaute Ideen? Schaut man sich die Trailer genauer an, dann sieht man, wie nicht nur fleißig bei The Division geklaut wurde, sondern sich auch bei Call of Duty, I Am Legend und anderen Spielen bedient wurde. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil. Zu diesem Zeitpunkt glaubte niemand mehr, dass dieses Spiel wirklich erscheinen wird. Diese Leute sollten aber Unrecht behalten. Haha, denn kurz vor dem eigentlich geplanten Launch im November erschien das Game wieder auf Steam. Mit einem neuen Release-Datum im Dezember und als Early Access-Titel. Are you kidding me? Ja, das Spiel, das laut eigenen Angaben seit 5 Jahren in Entwicklung ist, mehrmals verschoben wurde, bei Ankündigung so aussah, erscheint jetzt als Early Access Spiel. Ach ja, apropos alte Trailer, einen Tag vor Release hat Fantastic einfach alle von ihrem eigenen Kanal gelöscht. Weil, wie mein Video bis zu diesem Zeitpunkt beweist, war es damit quasi unmöglich, Videos von damals zu sehen. Für den extra Flair an Glaubwürdigkeit erschien dann noch ein Post von Fantastic, dass man das Spiel doch bitte nicht als Scam oder Asset Flip bezeichnen sollte. Okay Bruder, ich glaub dir das aufs Wort. Und dann erschien das Spiel tatsächlich. Ja, das Spiel hielt nicht nur kein einziges seiner Versprechen ein oder ähnelte in keinster Weise dem Marketinginhalt. Es war nicht mal ein MMO. Nicht mal das Genre war richtig. The Day Before war eher ein magerer Extraction-Shooter, der, wenn er mal technisch für mehr als 5 Minuten lief, einfach nur todeslangweilig war. Vermutlich, weil man sich dachte, das fällt niemand auf, hat Fantastic dann still und heimlich die Tags MMO und Open World auf Steam entfernt. Tags, die seit Ankündigung auf dem Spiel vergeben waren. Nun, unerklärlicherweise, trotz all dem Bullshit, vielleicht auch einfach aus brutaler Neugier oder aus demselben Grund, warum man bei einem Autounfall nicht weggucken kann, erreichte The Day Before an seinem Release-Tag eine Playeranzahl von 40.000 Gamern. 40.000 Leute haben für diesen Scheiß bezahlt. Glücklicherweise hat Steam eine Refund-Policy und die meisten verlangten ihr Geld zurück. Das Problem für Fantastic: Steam zahlt Einnahmen erst einen Monat später aus, was bedeutet, die konnten mit dem Geld nicht einfach verschwinden, was viele vermuteten von Anfang an ihr Plan war. Listen tauchten auf, die zeigten, wie viele der Assets aus dem Spiel einfach vom Unreal Store gekauft sind. Gekoppelt mit der vorher erwähnten Nutzung von Freiwilligen stellt man sich die Frage, ob hier überhaupt irgendwas von Fantastic selbst entwickelt wurde. Fast alle Spieler verließen The Day Before schnell wieder und verlangten ihr Geld zurück, was nur 4 Tage nach Release dazu führte, dass Fantastic sich meldete. Mit der Ankündigung der Schließung ihres Studios, da ihnen das Geld fehlte, weiterzumachen. I declare bankruptcy! So scheint die Story von The Day Before nun zu enden. Alle Seiten und Kanäle gelöscht, mit Ausnahme der Meldung, dass sie pleite gegangen sind, aber sich bemühen, die Erstattungen durchzubringen.
Leute konnten herausfinden, dass der angegebene Sitz der Firma gar nicht existiert, zumindest nicht, wo er sein sollte, die Brüder vermutlich erstmal abgehauen sind, obwohl die Firma gar nicht pleite ist, zumindest nicht so pleite, dass sie schließen müssen, insbesondere da die beiden Brüder laut finanziellen Dokumenten über $300.000 für Reisekosten ausgegeben haben. IGN, der Kanal, auf dem die ganze Shitstorm gestartet hat, veröffentlichte eine Review und gibt zum ersten Mal seit 10 Jahren eine 1 von 10 möglichen Punkten raus. Sogar Gollum hatte mehr. Ich möchte dieser Story noch die Krönung aufsetzen, denn kurz nach Ankündigung der Schließung des Studios wurde von einem User namens KuiperShot auf den Tweet folgende Antwort gepostet. Unbelievable that you guys hype this game up so much and this is the end result. You guys are an absolute disgrace to the video game industry. Die Antwort von Fantastic, this was our first big experience. Shit happens. Ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, sie haben ernsthaft geantwortet mit Shit happens. Ja Leute, das war wirklich eine kuriose Geschichte und egal wie oft ich mich über die Activisions und die EAs dieser Welt beschwere, das ist wirklich das Schlimmste, was ich in meinen über 25 Jahren als Gamer erleben durfte. Mir fehlen da wirklich teilweise die Worte drüber und mir fällt nicht mal ein schlauer Witz ein, um damit das Ganze zu beenden. Deshalb sage ich Leute, danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich über Support in Form eines Likes und Abos und ich hoffe natürlich, ich sehe euch das nächste Mal wieder. In diesem Sinne also, habt noch einen schönen restlichen Tag und denkt immer dran, Shit happens.